hat mich einfach nur blöd angestarrt. Aber so richtig blöd. So nicht von oben herab, aber so durchdringend, so richtig durchdringend. Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen auf Behind You. Der Marc sitzt hier gerade neben mir und beantwortet mal wieder fleißig Kommentare von euch. Und wir wollten euch einfach mal erzählen, wie das bei uns war mit dem Dämonensprung. Ihr habt ja fleißig kommentiert, dass ihr von allen Seiten beobachtet wurde. Bei mir war es ähnlich. Also, und wie soll man sagen, nachdem ich das Ritual gemacht hatte, und im Keller, der Marc hat das ja vor der Kamera gemacht, ich habe es ja off-cam gemacht, danach sind wir beide durch die Stadt spazieren gegangen und haben uns dann ziemlich am Anfang getrennt, weil sonst hieß es ja, dass die hast du nur angezogen, die Blicke, oder die habe ich nur angezogen, die Blicke, damit man sagen könnte, nein, die begaffen uns. Ja, was soll ich sagen? Sind die durch die Stadt gelaufen, eine im Schaufenster dekoriert gerade eine Puppe, die war voll in der Arbeit und dreht sich schlagartig um und starrt mich einfach an. Der hat mich einfach nur blöd angestarrt. Aber so richtig blöd. So nicht von oben herab, aber so durchdringend. So richtig durchdringend. Paar Meter weiter, der Eisverkäufer macht eine Kugel bei so einem Kind auf das Eishörnchen, guckt hoch und starrt mich auch die ganze Zeit an. Egal, wo ich dann lang gelaufen bin. Aus den Autos raus, im Bus, überall wurde ich die ganze Zeit nur angegafft und angestarrt. Das war eine wirklich komische Erfahrung, muss ich euch sagen. Weil wenn du durch die Stadt gehst, normalerweise interessiert sich keine Sau für dich. Aber da alle waren sie nur blöd am Gucken, aber richtig blöd am Gucken. Ich war wirklich froh, als die 24 Stunden rum waren. Dann war das wieder mal so dieses normale Level. Man geht durch die Stadt, der guckt vielleicht mal oder der guckt vielleicht mal. Aber nicht dieses durchdringende Anstarren. Das war zum Glück vorbei. Ja, falls ihr noch nicht kommentiert habt, wie es bei euch war, könnt ihr dieses unter diesem Video machen. Gebt uns einen Daumen nach oben. Haut uns, wenn noch nicht, ein Abo rein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Always look behind you. So, ich möchte auch ganz gerne euch nochmal von mir ein bisschen erzählen, wie bei mir eigentlich so die Zeit nach dem Dämonensprung gewesen ist. Sie war relativ krass. Es war wirklich egal, wo ich gelaufen bin. Ich habe wirklich gespürt, dass Leute sich umgedreht haben. Die haben mir hinterher geschaut. Also das ist so dieses tiefe Starre. Ne? Also jetzt nicht so dieses einfach nur mal gucken. Das war so ein richtiges Starren schon eher. Manchmal war es ganz ehrlich ein bisschen beängstigend, aber war irgendwie aber auch für mich eigentlich eher mehr interessant. Ich denke, für Martin war es genauso interessant. Er hat ja auch schon einiges damit erlebt. Und wir wollten euch eigentlich nochmal diese Infos geben. Also es ist sogar so gewesen, dass ich draußen gelaufen bin, hier bei uns im Örtchen, und dass zwei Hunde wirklich mich angebellt haben, was relativ schon echt spooky gewesen ist. Und ein kleiner Yorkshire Terrier dreht sich um und fängt an zu bellen und richtig aggressiv geworden. Und so ein kleiner Dobermann, noch so ein ganz kleiner, aber richtig aggressiv am Schnauben, wo ich an ihm vorbeigelaufen bin. Also es ist definitiv wirklich mega interessant gewesen. Und wir haben ja auch in den ganzen Kommentaren gelesen, was ihr alles schon so erlebt habt. Es war wirklich richtig, richtig spannend, Leute. Es ist sehr, sehr geil. Und ich möchte auch noch sagen, ich bin super froh, dass es euch alle gibt. Denn nur ihr macht Behind You zu dem, was es ist. Einfach ein geiler YouTube-Kanal. Behind You Army. Haut rein, Behind You Army, ne? So, und das Ritual der lebendigen Haut. Im Zeichen der Zeit es einst geschrieben stand, so sanft und leicht es zu lieben war. Lebendigkeit aus alten Zeiten,